Zum Schluss möchte ich dir noch einen Ausschnitt aus dem Vortrag von Marc van Ranst zeigen, den er am 22. Januar 2019 im Chatham House gehalten hat. Die Organisation Chatham House wird von den Eliteunternehmen und auch von der Gates Foundation finanziert. Dies ist eine wichtige gemeinnützige Organisation in London, in der sich wichtige Persönlichkeiten treffen, um über die Probleme der Welt zu sprechen. Der Chatham House Preis wurde an Hillary Clinton, Melinda Gates und John Kerry verliehen. Während des Gesprächs ist Ab Osterhaus in der ersten Reihe. Van Ranst erklärt, wie er die Menschen während der Schweinegrippe in die Irre führte. Er schürte Angst durch Todeszahlen, ohne Kontext und Medienmanipulation. Er liebt es, wenn er erzählt, wie er dafür gesorgt hat, dass die Impfstoffe der Pharmafirmen, für die er arbeitete, von vielen verängstigten Menschen angenommen wurden. Ich erzähle Ihnen von meinen Erfahrungen als Krisenmanager der belgischen Grippekommission und beleuchte dabei die Kommunikationsaspekte. Und dann hat man nur eine Gelegenheit, es richtig zu tun. Ich meine, der erste Tag ist so wichtig. Am ersten Tag beginnt man mit der Kommunikation, mit der Presse, mit den Menschen. Und man muss es richtig machen. Und man muss mit einer Stimme, mit einer Botschaft sprechen. In Belgien hat man sich dafür entschieden, einen Nichtpolitiker damit zu betrauen. Und ich bin keiner Partei zugehörig. Und das machte die Dinge damals ein bisschen einfacher, weil man nicht von einer politischen Minderheit angegriffen wird, die nicht ins Spiel kommt. Und das war ein großer Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass man in Brüssel den kompletten Naivling spielen kann und viel mehr erreichen kann, als wenn man es sonst tun könnte. Man muss nur am ersten Tag oder den ersten Tagen anwesend sein, damit man dort auffällt. Man trifft eine Vereinbarung mit ihnen, dass man ihnen alles erzählen wird. Und wenn sie anrufen, nimmst du den Hörer ab. Wenn man das tut, dann kann man von diesen frühen Tagen profitieren, um eine flächendeckende Berichterstattung für das Feld zu bekommen. Und sie werden dort nicht nach anderen Stimmen suchen. Und wenn man das tut, macht das die Sache sehr viel einfacher. Und dann muss man sagen, okay, also wir werden H1N1-Tote haben. Das wäre natürlich unvermeidlich. Ich verwende hier das Zitat von Sir Donaldson, der sagte, dass in Großbritannien auf dem Höhepunkt der Epidemie am Ende des Sommers 40 Menschen pro Tag sterben würden. Damals waren es 62 Millionen Einwohner in Großbritannien. Heute sind es 40 am Tag. Ich habe es für Belgien ausgerechnet. Das wären 7 Menschen am Tag im Höhepunkt der Epidemie. Ich habe das in den Medien verwendet. 7 belgische Grippetote pro Tag auf dem Höhepunkt der Epidemie wären realistisch. Das passiert eigentlich jedes Jahr, auch ohne Pandemie. Das ist sehr, sehr konservativ. Es ist jedoch wichtig, über die Todesfälle zu sprechen, denn wenn man das sagt, denken die Leute, wow, das bedeutet, dass die Menschen an der Grippe sterben. Und das war ein notwendiger Schritt, der getan werden musste. Und dann, ein paar Tage später, gab es natürlich den ersten H1N1-Toten im Lande und die Bühne war bereit und es wurde bereits darüber gesprochen. Und dann muss man auswählen, wer zuerst geimpft wird. Und dann Frauen und Kinder zuerst, was auch immer. Ich meine, die Risikogruppen, die waren wichtig. Und dann habe ich die Tatsache missbraucht, dass die Top-Fußballclubs in Belgien entgegen allen Abmachungen ihre Fußballspieler zu bevorzugten Personen gemacht haben, die geimpft wurden. Also habe ich gesagt, das kann ich ausnutzen. Denn wenn die Bevölkerung wirklich glaubt, dass dieser Impfstoff so begehrt ist, dass sogar Fußballspieler unehrlich sind, um sich impfen zu lassen, dann habe ich gesagt, okay, damit kann ich spielen. Also habe ich einen großen Wirbel darum gemacht. Hier steht, Van Ranst ist wütend. Aber es hat funktioniert.